Hallo, herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, wir haben es nach Salzbis geschafft. Das heißt, wir suchen jetzt Pintala auf. Wir wären in der letzten Folge schon mal dran vorbeigelaufen, aber da wollte ich lieber erstmal Pause machen und dann jetzt nochmal neu ganz frisch hier starten. So. Rotes Haar, scharfes Auge, Speer. Diese Zutaten sagen Nora-Kriegerin. Aloy, du hast Regala im Hain besiegt, richtig? Kein Gerücht kommt in diesem Land an einem Kochtopf vorbei. Küchen hatten Fleisch und servieren den Klatsch. War das, was du der Tenakt-Soldatin gesagt hast, nur Tratsch? Über Essen, das sie stärker machen kann? Glaubst du, Soldaten sind die einzigen mit Geschick? Klingen sind nicht nur für den Krieg. Schneide die richtigen Zutaten auf und du bist stärker im Kampf. Mit der korrekten Zubereitung. Deine Freundin scheint nicht ganz überzeugt zu sein. Die Leute hier würden ihren Kopf in den Boden stecken und ihr Essen wie Graser rausholen, wenn sie könnten. Doch ich glaube, wenn ich Hekata oder irgendjemand hier den Nutzen zeigen kann, dann machen die anderen mit. Dieses Essen kann mich stärker machen? Stärker, gesünder, resistenter. Es gibt unterschiedlichen Nutzen, je nachdem, wie ich es zubereite. Mit variabler Diät nutzt du die verschiedenen Bestandteile von Nahrung. Schau dir die Osseram an. Sie trinken nur Bier und werden selbst zu Fässern. Also warum glaubst du nicht, dass Nahrung dich auf andere Art verändern kann? Was verkaufst du noch? Leckerbissen, Delikatessen und Feinkost, die eine Kriegerin aus dir machen. Okay, mal gucken, was eine sie so hat. Bessere Kriegerin. Schauen wir mal, ob ich da direkt zuschlage oder ob ich erstmal mir anhöre, was sonst noch hier so geht. Flügel der Zehen. Ich glaube, die habe ich sogar schon, oder? Okay, ich lasse das mal. So. Welche Zutaten brauchst du? Etwas Vogelfleisch und eine Geheimzutat. Wenn sie geheim bleibt, werde ich sie kaum für dich bekommen können. Ja. Wildvogeleier. Die Soldaten fassen sie nicht an. Sie sagen, Krieger essen nur Fleisch. Doch, ein echter Krieger zieht Nutzen aus allem. Gut, das heißt, ich muss jetzt Eier suchen. Schau, Hekata. Echte Soldaten sind in der Küche nicht feige. Du kannst die Eier auf der Insel in der Wüstenträne finden, einem See außerhalb der Mauern. Das Fleisch bekommst du von den Vögeln in den Gräsern an den Stränden. Bring mir die Zutaten und du bekommst deine Mahlzeit gratis. Okay. Also Vogeleier und Vogelfleisch brauche ich. Müssen wir gucken, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ah, okay. Schön, dann kann ich mir gleich den See mal angucken. Und da ist nochmal ein Fragezeichen. Könnte. Ist das vielleicht die Arena? Oder? Nee, was fehlt mir hier noch? Fremde. Schändlich unglücklich. Ups. Möge deine Klinge bestehen. Danke. Was ist denn hier noch? Ach. Oh. Ist das hier drinnen etwa? Du hast Regala besiegt. Und damit bist du hier willkommen. Wie komme ich denn da hoch? Ah, warte mal, vielleicht. Vielleicht da über den Turm? Oder hier an der Seite. Das könnte. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Aber da komme ich nicht rein. Oder? Streiterin. Du darfst passieren. Okay, also von hier komme ich auf jeden Fall schon mal nicht rein. Dann. Huh.
Warte mal, sitzen die da unten? Komme ich einfach so hier von der Seite rein? Stimmt es, dass du Hikaru gerettet hast? Hm, nee, also von hier schon mal nicht. Mann, ich will da rein. Hier. Aha. Machst du das überall so? Ja. Tut mir leid. Wir können es vielleicht als Lager verwenden. Dafür bekommst du aber nicht gleich einen Rabatt. Sei gegrüßt, Kriegerin. Fancy. Und Triebwerke 1 und 2 abschalten. Gibst du mir die Flasche? Meinst du wirklich, die Soldaten können diese Kampfmaschinen zurückhalten? Also, das war schon immer eine Reise ohne Wiederkehr. Sie müssen es einfach. Auf Enduring Victory? Auf Zero Dawn. Was auch immer das ist. Na. Könnte es eine Eismaschine sein? Der Drink ist warm. Ich schätze, jeder geht auf seine eigene Art mit dem Tod um. Ja, das stimmt. Mein Fokus hat noch einen Flugschreiber entdeckt. Okay. Aber jetzt mache ich erstmal das hier. Es ist eine Ehre. So. Das war nicht schlimm. Du kannst mit Stolz gehen, Fremde. Weiß ich nicht, kann ich hier einfach weiter? Das Wasser macht natürlich nichts aus. Hm. Was ist das? Eine Möwe, okay. Muss ich die jagen? Bin mir nicht sicher. Aber zumindest kriege ich wahrscheinlich die Eier von denen. Also so wie es aussieht, scheint hier nichts anderes zu sein. Also ich hoffe mal, Eier auf der Insel geben, wenn ich die Nester finden kann. Dass ich nicht angegriffen werde, bevor ich hier ankomme. So. Dann starten wir doch mal die Ostersuche hier. Was trampelt denn hier so? Eins habe ich. Kann ich die Gans auch gleich hier mit erwischen? Möglicherweise. Oh, das trampelt hier so. Ein Breitmaul ist eine Möglichkeit, ein Nest zu beschützen. Rein theoretisch kann ich das aber überbrücken, hoffe ich. Habe ich nämlich vielleicht erstmal meine Ruhe. Hoffentlich, vielleicht, eventuell. Mein Fokus findet vielleicht was. Eine Truhe, nice. Kommt der jetzt einfach mit mir mit? Ah, hier sind noch mal Eier. Da muss ja noch ein Nest sein. Bisschen aufpassen. Das
2 von 5. Weil der hält ja noch nicht so lange. Dass ich den dann gleich wieder überbrücke, bevor der mir hier komisch guckt. Da sind noch welche. So, schnell wieder überbrücken, bevor der mich angreift. Das möchte ich nämlich nicht. So. Ah, dann ist jetzt zwei hier drüben, ne? Ja, okay. Oh Gott. Was so? Was macht der denn hier? Ich frage mich, ob mein Fokus mir etwas. Was ist mit dir los? Der einfach jetzt random hier die Felsen zerstört? Was soll denn das? Ein weiteres Ei. Da ist noch eine Truhe. Sind hier noch Eier? Nee, aber da eventuell. Da, ja. Nein! Lass dich überbrücken, mein Guter. Alles ist okay. Du hast hier nichts zu befürchten. Wo ist das Ei? Da. Ich könnte mich mit einem Fokus umsehen. Das mache ich doch schon die ganze Zeit, Aloy. Was erzählst du mir hier? Hab eins. Eins fehlt mir noch. Okay. So, wo ist es? Das letzte Nest. Und das sind seine Eier. Ah, da ist nochmal, glaube ich. Vielleicht gibt es auf der kleineren Insel ein Nest. Achso, auf der da. Hey, ich dachte, ich habe hier gerade welche. Okay, warte, ich muss hier nochmal einmal kurz überbrücken, bevor der mir gleich. Bevor der gleich hier wieder ausflippt. So. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Sind welche. Oder? Yes. Das sind alle Eier. Jetzt brauche ich Vogelfleisch. So, das Vogelfleisch. Da muss ich einmal darüber. Okay, ja. Und dann schwimme ich da auch und dann lasse ich den. Das Hippo mal wieder in Ruhe. Hier sollte es Vögel geben. Ja, die fliegen gerade alle weg. Fleisch, das die Köchin will. So, okay. Ja, das mache ich auch gleich. Aber jetzt lass mich erstmal hier an Land gehen. Was ist das denn? Okay, also hier gibt es auch noch einen Haufen Truhen und sonst. Und Feuer. Ist das Lagerfeuer gleich hier? Ja, tatsächlich. Ich glaube, dann gehe ich da aber schnell hin. Weil das trifft sich hier dann ganz gut. Jetzt komme ich ein bisschen vom Weg ab hier mit den Wildtieren. Aber ich hätte zumindest gerne, wenn ich schon mal dabei bin und das quasi gerade Greifweite ist,
Dann, könnte ich das ja auch gleich nutzen. Okay, so. Also auf jeden Fall, das Fleisch habe ich zumindest eins. Da gibt es auch noch was in dem Gebäude. Vielleicht sollte ich das mal gleich mitmachen. Ich meine, wenn ich schon mal da bin. Ne? Ja, da gibt es Feuerglimmer. Und da ist auch eine Gans unterwegs. Ich hoffe, dass die da hinten mich nicht sehen. Okay, und die Gans ist weg. Hm, komme ich hier gar nicht? Ach doch, von hier komme ich rein. So, dann muss ich gleich erstmal die Truhe, wenn ich schon mal dabei bin. Gott, die schmeißt aber auch die Truhe einfach immer irgendwo hin. Zieh die doch einfach nur runter, ey, Leute. Wieso wirst du die immer durchlegen? Was hat die Truhe dir denn eigentlich getan? Oh, das ist eine schöne Truhe. Wo ist der? Hier ist der Feuerglimmer. Ups. Hier ist nichts, geht weg. So, was habe ich denn hier Schönes gefunden? Holokartenspiel Corp Wars. Diese Woche spielen wir Corp Wars durch, das neue Holosammelkarten-Deckbauspiel. Im Basispaket könnt ihr euch ein Unternehmen aussuchen und Truppen aus einer breiten Auswahl von authentischen Kampfrobotern zusammenstellen. Die Erweiterungen bieten zusätzliche Einsatzarten, seltene Prototypen und Rohstoffkarten. Für diesen Spieldurchgang haben wir das Basispaket mit zwei Pharaoh-Erweiterungen kombiniert. Den Schwierigkeitsgrad von Corp Wars würde ich als leicht bis mittel einschätzen. Aber sobald man die Grundregeln drauf hat, bietet das Spiel genug taktische und strategische Möglichkeiten für jede Spielstufe. Ein schnelles Spiel dauert 10 bis 15 Minuten. Durch verschiedene Regelvarianten könnt ihr es auf 30 bis 45 Minuten ausdehnen. Wenn ihr bereit seid, Geld für Boosterpakete und Erweiterungen auszugeben, habt ihr die Chance auf seltene Karten und Special Editions. Corp Wars Karten erzielen jetzt schon Sammlerpreise. Sie könnten also sowohl eine Investitionsmöglichkeit als auch Daten beschädigen. Ah, schön, da ist eine Leiter. Juhu! Das gibt's nicht. Mann, jetzt bin ich einfach direkt runtergefallen. Das ist doof. So, nochmal. Okay, Aloy, pass auf, da ist ein Loch im Boden. Nicht abstürzen. So, ich mach's nochmal von der Seite. Okay. Hier noch was? Nee. Sieht nicht so aus. Okay. Oder? Was ist das? Alte Vorratsruhe. Hm. Und die aufgehört zu suchen. Sieht so aus. Okay. Ah, da oben. Hm. Da muss ich nur irgendwie da hochkommen. Vielleicht da über das Haus? Oder hätte ich davon hier drüben? Nee. Das wäre nicht gegangen.
Ich möchte gerne in diese Truhe, bitte. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Mann, dabei fingst du gut an. Oder ist das eine mit Griff? Dass ich die vielleicht runterziehen kann, wenn ich hier irgendwo... Oder so. Mit genug Springerei und ein bisschen Klettern klappt's auch. Okay, cool. Gut, dann kann ich ja jetzt wieder auf meine Ostereiersuche gehen. So, wo haben wir denn jetzt hier? Es brauchen wir Gänse wahrscheinlich. Okay, jetzt gibt's einfach keine Gänse mehr. Oder nur noch welche, wo die Maschinen in der Nähe sind. Juhu. Warte mal, da hinten noch eine. Okay, die könnte ich zumindest... Mal gucken, ob ich die vielleicht erwisch. Ich weiß nicht, wie weit ich mit denen schießen kann. Dann könnte ich nämlich... Ja, perfekt. Okay, da rennt noch ein Hase weg. Das ist in Ordnung. Brauche ich jetzt auch gerade nicht. Vielleicht bleibe ich einfach hier vorne. Da habe ich ja vorne auch die andere. Warte, wo ist sie hier? So, 3 von 6 habe ich. 3 Gänse bräuchte ich noch. So wie es aussieht. Aber ich möchte halt eigentlich ungern nach da hinten, weil da halt Maschinen sind. Das ist ein Periode, das ist keine Gans. Frage ist, wo sind jetzt überall welche? Was haben die gemeint? Hier, Strand lang. Ah, da ist noch ein... Aha. Da ist ja noch ein Feuerchen. Dann könnte ich ja hier mich am Weg oder beziehungsweise hier am Ufer entlang schleichen. Da ist eine Taube. Hm. Weiß nicht. Bringt die Taube mir auch was? Sagen wir es mal so, es ist halt auch ein Vogel, ne? Also. Im Flug weggefangen. Ha. Yes! Okay, die Taube hat mir auch was gebracht. Cool. Hier, was haben wir sonst? Okay, da sind ein Haufen Vögel. Aber da sind halt auch Maschinen, also. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, ich kann immer gucken, ob ich... Aber ich weiß nicht, wie da eigentlich hier... Okay, die fliegen jetzt weg. Da oben sind auch noch welche, ja super. Puh. Hm. Ach, ein Grauhabicht-Areal ist das, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil irgendwie ich sehe alles außer Grauhabichte. Hinten oben kreuch. Oder? Also hier unten sind auf jeden Fall so Wächter. Also diese Gräber. Weiß nicht, das da hinten sah aber nicht aus wie. Hier sind ja schon noch Vögel unterwegs, aber... Was ist das?
ein Vogel. Okay, also irgendwie sieht es gerade echt schlecht aus mit so Hühnern. Beziehungsweise halt Geflügel. Okay, also. Da sind überall Maschinen. Gibt es irgendwo hier noch Vögel? Da hinten läuft einer. Da läuft auch was. Eine Krähe. Hm. Die Frage ist, wie weit ist die weg? Kommt die auf mich zu? Sieht fast so aus. Vielleicht könnte ich auch einfach hier kurz warten. Ne, die kommt nicht auf mich zu. Ich glaube, das täuscht. Verdammt, da war auch noch was. Oh. Die Krähe ist jetzt weg. Oh mein Gott. Ja, tschüss. Nee, danke. Da muss ich jetzt aber los hier. Gott, wieso kommt er mir hinterher? Okay, der könnte für mich ein paar Vögel erledigen, ehrlich gesagt. Toll, jetzt sind hier die ganzen Vögel. Ja, geil. Hier durch? Bitte, das Fenster ist doch offen, das kann ich ja nicht rein. Ich bleib jetzt erstmal hier stehen. So scheiße. Was ist das denn überhaupt? Ein Donnerkiefer, okay. Also sagen wir es mal so, ich könnte vielleicht gegen den kämpfen, aber will ich jetzt eigentlich nicht. Ich will doch nur mein Vogelfleisch, Mann. Weg. Geh, hau doch mal ab, du siehst mich doch gar nicht mehr. Was ist denn los mit dir? Ja, geh weg, husch. Mann, was ist mit dem? Der immer noch da. Gibt er jetzt auf? Ich hoffe. Aber wie jetzt halt, wie ich wieder hierher gerannt bin und halt plötzlich überall Vögel waren. Super. Wo ist er denn? Da.
Hau doch mal ab jetzt hier. Oh, wieso belagert er mich jetzt? Frech. Ich meine, schwach gegen Säure. Ich könnte rein theoretisch eine Säurefalle aufstellen, aber... will ich gar nicht. Der soll mal weggehen hier. Penny, wo ist denn... Sein Gebiet ist doch wo ganz anders, oder? Der ist doch von hier hinten irgendwo gekommen. Mann. Hä, hey, der hat gar kein Gebiet. Toll, muss ich den jetzt hier... War das so questmäßig so gedacht? Dass der mich erwischt. Deshalb geht der jetzt nicht mehr weg. Kann das sein? Aber ab jetzt. Ich weiß, was ich kann. Ich könnte hier eine Säurefalle oder so aufstellen. Ich frage mich echt, warum der noch die ganze Zeit hier rumschleicht. So andere, die sind doch dann auch schon längst weg. Mann. Ich habe halt keinen Bock, dass wenn ich jetzt mit dem kämpfe, dass die anderen Maschinen, die hier noch ringsrum sind, die dann auch alle kommen. Ehrlich, was ist denn mit dem? Wieso haut er nicht ab? Also ich meine, wenn er drauf besteht, dann kann ich natürlich auch ein paar Fallen aufstellen. Das ist ja noch nicht. Okay, weißt du was? Ich versuch's jetzt einfach, was soll's. Mehr als dass es schief geht, kann ja nicht passieren. Toll, hier ist auch eine Krähe. Geil. Was hilft denn bei dem eigentlich sonst noch so? Löschwasser? Okay, vielleicht kann ich... Haut er jetzt ab? Nee. Okay. Okay, also 4 Fallen kann ich aufstellen. Na komm. Okay, was haben wir hier noch? Oder ich muss halt vielleicht selber mal... so, auf den schießen. Okay, warte mal, was haben wir hier noch? Das hier. Aber ich weiß nicht, da ist er, glaube ich, zu weit weg. Oder? Doch, ich habe getroffen.
dann kann ich auch vielleicht die... Kann ich was absprengen eventuell. Ah, jetzt hat er meine... Fallen. Hey, jetzt war plötzlich Geld wieder. Was ist denn hier los? Was soll denn das? Oh, Mann. Okay, warte mal. Der ist sehr schwach gegen Säure. Oder was heißt sehr schwach, aber zumindest Säure macht ihm Schaden. Warte mal, habe ich hier... Was ist denn hier? Kettenreaktionen. Ja, da habe ich nichts. Hey, jetzt geht er doch wieder weg. Oder nicht? Was ist denn jetzt hier? Hier, warte mal. Ja, blöder Sack, echt. Da hab ich die ganze Zeit geguckt, dass der mich in Ruhe lässt und jetzt kämpfe ich dann gegen den und dann, dass er mich treffen will. Komm. Ups. Wo bin ich denn? Eigentlich, die hier sind, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Reaktion, ja, das ist. Ups. Muss ich mal noch ein paar herstellen? Wäre voll schön, wenn er meine Fallen reintappen würde. Habe ich die ja extra dahin gestellt? Irgendwie? Ah, jetzt gibt's doch nicht. Geht der schon wieder weg? Ist schon mal nicht so verkehrt. Das Ding ist jetzt nur... Also erstens, wo ist er hin? Zweitens, habe ich die mit... Jetzt weiß ich nicht. Aber da wäre ein Vogel gewesen. Was hat er denn jetzt hier? Hä? Ach da. Ist zu groß, habe ich einfach übersehen. Kann schon mal passieren. So. Ich habe dem doch die Waffe runtergeschossen, ne? Die müsste doch hier irgendwo liegen. Nein? Hm. Okay. Okay, das bringt irgendwie nichts. Oh, der blöde Sack, ne? Jetzt geht der wieder weg. Komm her hier. Mann, jetzt habe ich extra hier die Fallen aufgestellt. Der blöde Drecksack. Dann sind halt natürlich auch die ganzen Vögel weg. Mann. Okay, wisst ihr was? Ich mache jetzt hier mal kurz Pause.
Einfach weil das jetzt schon wieder so lange dauert und das machen wir in der nächsten Folge fertig. Also bis dahin. Tschüss.